Switchblade Monkeys präsentiert Secret Poncho. Billige Taste drücken, um zu beginnen. Moin, moin, Leute, und frohes neues Jahr wünscht euch Henny Hahn. Willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute zocken wir Secret Ponchos. Ein kleiner Free-to-Play-Titel aus dem PSN Store. Das Ganze ist ein Online-Multiplayer-Shooter. Ja, Vogelperspektive, Cell-Shading und Western-Optik. Ganz witziger Titel, ist ein kleines Spiel, 1,3 GB, kann man sich schnell mal saugen. Für zwischendurch. Ja, wir sind im neuen Jahr angekommen. Eine neue Folge. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir geht's heute nicht so gut, ich bin etwas verkatert. Aber halb so wild, ich habe eine Aspirin eingeworfen. Und ja, heute Morgen entdeckte ich dieses Spiel auf meiner Festplatte. Da habe ich gestern Abend wohl noch etwas gewühlt im PSN Store. So wie es aussieht. Ich weiß da nicht mehr wirklich viel von. Ich habe vorhin nochmal ganz kurz reingeguckt. Ich habe diesen Schergen ausgewählt, den bärtigen. Mit seinem Riesenhut, der doch sehr langen Pistole und seinem braunen Mantel. Ja, wir machen jetzt aber mal einen neuen. Den löschen wir mal. Denn ich wollte euch das Ganze ja ein bisschen zeigen. Ja, bla bla bla. Bandit entstellen. So, hier, ich hatte den. The Killer. Aber es gibt noch mehrere. Es gibt noch den Matadorin. Kid Red. Den Deserteur. Phantom Poncho. Ja, und das war's auch schon. Also die Auswahl ist nicht groß. Ja, alle haben verschiedene Spezialfähigkeiten. Sie hat irgendwie ein Schwert, mit dem sie kämpfen kann. Der kann sich, glaube ich, kurz unsichtbar machen. Was der kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und der hat irgendwie eine Peitsche am Start. Ich dachte, wir nehmen aber einfach mal Kid Red. Zwei Pistolen, Dynamit. Sekundär. Was kann der? Erste Hilfe Koffer. Nee, wir nehmen einfach den hier. Klein und flink vermutlich. So, jetzt können wir Fähigkeitenpunkte verteilen. Wir steigen halt im Spiel irgendwann immer auf, dann kriegen wir Fähigkeitenpunkte und dann dürfen wir die hier verteilen. Ich denke, wir machen erstmal bei Schaden und bei Geschwindigkeit ein. Derzeit ausgerüstet. Jo, gib deinen Nana, gib deinen Nana, gib deinen Namen ein. Oh, Herrgott, nochmal. Ja, ihr hört, ich bin etwas gehandicapt heute. Kann man so sagen. So, was mache ich jetzt hier? Wir nennen uns... Wir nennen uns Smoking Hanny. So hatte ich mich in der... mein erster Charakter hieß auch so. Hanny. So. Weiter geht's. Genau, speicher du mal. Ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen leiser machen, glaube ich. Denn... Die Musik ist doch recht laut. Ich denke, so müsste das ganz gut passen. So, Kartenauswahl. Wir haben verschiedene Karten zur Auswahl. Deswegen heißt es Kartenwahl. Und ich würde sagen, wir nehmen mal den Friedhof. Genau. Wir haben verschiedene Spielmodi. Also erstmal verschiedene Typen. Ob man das online zocken möchte oder halt lokal, das geht auch lokal. Mit vier Spielern und glaube ich zumindest. Warte mal, schauen wir mal. Ne, zu zweit. Aber wir machen mal ein Online-Spiel. Lassen das Ganze auf Rookie, Deathmatch. 2 gegen 2 oder Vorherrschaft. Tauziehen. Ne, wir machen ein klassisches Deathmatch. Ich denke, das ist ganz gut. So, hauen wir mal rein hier. Ich schalte uns mal ganz kurz stumm, nicht, dass wir die ganzen Leute hier jetzt gleich, die ganzen Leute, naja, es sind vier an der Zahl dann, dass wir die Mitstreiter nicht voll quatschen in der Lobby, nach Spiel suchen. Auf geht's. Ja, das Ganze hat auf jeden Fall eine echt lustige Optik, finde ich. Also ich bin ja eh Fan von dieser Cell-Shading-Grafik, mag das sehr gerne, wenn's sieht ja mittlerweile auch recht
ansehnlich aus, muss ich sagen, mit der neuen Konsolengeneration. Ist das schon schön. Und das Ganze ist übrigens auch für PC erschienen. Auf der Xbox One ist es, glaube ich, nicht erschienen. Ich weiß es nicht genau. Wer ist denn noch mit dabei am Start? Der Roland. Naja. Gut, Banditenstatistik, Rangliste, Spielenden, nein. Er sucht immer noch nach Spielern. Wie dem auch sei. Dann such mal. Ich hoffe, ihr habt alle sehr gut Silvester gefeiert. Und seid gut ins neue Jahr gerutscht. Und ich hoffe, ihr seid nicht ganz so verkatert wie ich heute. Ich denke, ich werde mir später nochmal lecker Rollmops reinziehen. Mal gucken. Wenn es mir nicht wirklich besser gehen sollte nach meinem Aspirin. So. Ich denke, ihr könnt sie nicht hören. Ich höre sie schon, deswegen mache ich die Kollegen jetzt mal leise. Kid Grimm, Max Devil, Morte. Wen haben wir noch? Volentar und... Wer steigt noch ein? Bolio. Naja. Gut. Also zum Spiel an sich, wie gesagt, ich hatte es kurz angezockt vorher nochmal, um noch mich nochmal so ein bisschen einzufinden. Also ich hatte es gestern Abend anscheinend auch schon gezockt. Da weiß ich allerdings nicht mehr so viel von. Und ja, es ist halt so ein Spielchen für zwischendurch, sag ich mal. 1,3 GB groß, kann man sich mal schnell runterladen. Und da ja momentan jetzt erstmal keine großartigen Spiele wieder erscheinen, widme ich mich einfach mal so ein bisschen der Indie-Ecke. Ihr könnt übrigens entscheiden, ob dieses Spiel noch weitergezockt werden soll oder nicht. Die nächsten Indie-Spiele, die ich mir ausgeguckt hatte, waren übrigens Gianna Sisters und Rollers of the Realm heißt es, glaube ich. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welches ihr als nächstes sehen wollt. Also ihr könnt das quasi als Kaufentscheidung oder als Kauf, ja, als Kaufhilfe betrachten. Falls ihr nicht sicher seid, ob ihr das Ganze haben wollt. Okay. Schreibt es einfach in die Kommentare, welches Spiel ihr als nächstes sehen wollt oder ob ihr dieses noch weitersehen wollt. Ich persönlich würde sagen, nö, wir machen ein nächstes. Weil so mega umfangreich ist es nicht. Es macht Laune, ihr solltet das wirklich mal ausprobieren. Die Steuerung ist knackig, geht gut von der Hand. So, nachladen müssen wir auch mal zwischendurch. Waffe wechseln. Verdammt, jetzt komme ich in Knüpp. So, mit Dreieck wechselt man übrigens die Waffen. So, jetzt sind wir erstmal tot. Gut, das verschafft uns etwas Ruhe. Herrgott, nochmal mit dem Sprechen klappt es nicht so wirklich. 12 Schuss haben wir in unserer Doppelpistole, das heißt 6 Schuss pro Kanone. Bam, den haben wir aber hervorragend ausgeschaltet. Der kam ja gar nicht zum Zuge. So, schnell mal nachgeladen hier. Und dann... Oha. Auf jeden Fall ist unser kleiner Kollege hier, Kid Red oder wie der Vogel hieß, recht schnell, was seine Pistolen betrifft, das ist gut. Der Charakter, den ich vorher hatte, war ziemlich langsam, konnte ein Messer werfen und wir haben hier Dynamit, das ist natürlich eigentlich echt neu. Oh. Das kann man auch werfen, das ist natürlich sehr geil. Gezielt wird klassisch mit dem linken Stick. Haben wir die noch mitgenommen? Nee, ne? Haben wir nicht. Was sind das hier eigentlich für Kisten? Können wir die einsammeln? Aha, Gesundheit. Sehr gut. Ist natürlich blöd, dass wir die jetzt direkt eingesammelt haben, weil wir waren ja noch eigentlich bei voller Gesundheit. Jetzt sind wir verwundet. Schnell mal aufs Dynamit gewechselt, falls uns jemand hinterherkommt.
Schnell nachladen. Können übrigens auch in Deckung gehen. Ah, verdammte Axt. Also es macht auf jeden Fall Laune, muss ich sagen. Wie gesagt, ist ein nettes Spiel zwischendurch. Die Grafik ist auch echt nett, finde ich. Also man kann sich das ganz gut angucken. Knockig scharf, ne? Scharf. Wir müssen nachladen. Ah, nachladen, hatte ich gesagt. Verdammt. Das dauert immer eine ganze Weile, bis nachgeladen ist. So, den haben wir mal schön die Lichter ausgeknipst. Wir sind jetzt nicht so gut, muss ich ja sagen. Ach, und schon wieder sind wir tot. Aber ich schiebe das jetzt einfach mal auf unseren noch nicht ausgebauten Fähigkeitenbaum. Oh, die Runde ist zu Ende. Wir sind auf dem 6. Platz. Von 8, glaube ich, ne? Waren es 8? Ja, ich glaube, es waren 8. Smoking Haney, 3 Kills, 6 Tode. Ho. Aber eine recht hohe Genauigkeit von 52%. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Die Killrate könnte etwas höher sein, aber gut. Naja. So, nach jeder Runde bekommt man Kopfgeld. Oder man sammelt es während des Spiels, besser gesagt durch Kills natürlich. Ja, $617 sind auf uns ausgesetzt. Das ist nicht viel. Aber wir haben ja auch einen neuen Charakter gestartet und sind ja quasi noch auf Stufe 0. Von meiner Seite aus würde ich sagen, war es das jetzt. Ich wollte eigentlich eine kurze Folge machen. Das ist mir diesmal gelungen. Ja. Ob ihr das Spiel weitersehen wollt, wie gesagt, oder Gianna Sisters, Rollers of the Realm steht auch noch zur Auswahl. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben bitte. Das würde mich glücklich stimmen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Neujahrstag. Haut rein. Tschüss.